Ich bin ganz ehrlich, wir haben am Anfang der Woche auch überlegt, ob wir den Spielern sagen, dass sie eher sich aufs Sportliche konzentrieren sollen. Ich glaube, diese Weihnachtsfeier hat ein bisschen anderen Sinn. Es ist eine sehr schöne Tradition bei uns, dass alle Mitarbeiter von Werder Bremen zusammenkommen, dass man sich heute ein bisschen mischt. Ich bin ganz ehrlich, wir haben am Anfang der Woche auch überlegt, ob wir den Spielern sagen, dass sie eher sich aufs Sportliche konzentrieren sollen. Aber ich glaube, dafür stehen wir auch als Werder Bremen und da muss man sich dem auch stellen. Die Stimmung wäre besser, wenn wir hocher in der Tabelle wäre, aber jetzt ist das so und ich glaube, wir brauchen vielleicht heute Abend, um eine gute Stimmung zu finden und zusammen zu sein. Das ist vielleicht wichtig. Wenn ich an Weihnachten denke, denke ich eigentlich nie an Fußball, weil das ist auch eine Zeit, wo ich genieße will mit meiner Familie, aber wenn wir auf Tabellenglücken gucken, sind wir natürlich nicht so glücklich. Dass trotz aller Maßnahmen, die natürlich nur auf sportlichen Erfolg ausgelegt sind, auch einfach wichtig ist, mal in gewisser Weise den Kopf dann nochmal frei zu kriegen. Trotzdem haben wir das hier deutlich höher priorisiert, dass wir gesagt haben, das ist wichtiger. Deshalb war es auch nur eine ganz kurze Überlegung. Wir haben ja sehr, sehr viele Mitarbeiter, die das Jahr über wirklich sehr, sehr hart arbeiten, sehr, sehr gut arbeiten. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man auch mal für ein paar Stunden die Sorgen beiseite schiebt. Die Wünsche liegen unterm Werder Weihnachtsbaum? Ja, so viele Punkte möglich bis Weihnachten. Punkte. Weil du mit dem Fahrrad gekommen bist, dass du dir heute mal richtig einen reinlöten willst, das nicht? Nein, ich wohne hier hinter und mit Fahrrad einfach und schnell auch noch. Kein Parkproblem und so ist besser. Maxi Eggestein, schon in Weihnachtsstimmung? Nee, noch nicht, ehrlich gesagt. Woran liegt es? Fällt noch ein bisschen schwer nach dem Spiel gegen Paderborn, sich jetzt richtig auf Weihnachten einzulassen? Auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, wir sind alle noch nicht in Weihnachtsstimmung. Für uns ist es immer so, Weihnachten beginnt im Prinzip nach dem letzten Spiel. Jetzt höre ich überall Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeiern und meine Weihnachtsstimmung beginnt nach dem siegreichen Abpfiff in Köln.